Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Celeste ist zum ersten Mal in der Schule, denn sie ist beim letzten Mal zum Kind gealtert. Das sind alles ganz aufregende Dinge und ich bin wie immer sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Ich habe mir jetzt, glaube ich, nichts Besonderes vorgenommen für diesen Part. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich hier rein starte, ich liebe es einfach so sehr. Wir haben wirklich mittlerweile ein richtig, richtig hübsches Haus. Also, das macht mich schon sehr glücklich. Amaya hat sehr viel gelernt und erreicht in ihrem Leben vor allem auch. Jetzt halt so langsam die Frage, wann und wie werden wir uns bei Mizuki und Elaine melden, um vielleicht die Schwierigkeiten wieder beiseite zu tun. Weil ich meine, eigentlich hat sie jetzt ja schon viel erreicht. Aber wir haben wieder ein neues Angebot bekommen für Videos. Okay, ein Angelvideo sollen wir heute machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie hat ja schon mal ein bisschen geangelt, aber es war jetzt ja auch nicht ihr Favorite-Ding auf der Welt, ne? Aber wir kriegen das schon hin. In der Post waren Hottehü. Dann geh doch mal hier hin. Und einmal Aufnahme starten. Das Wasser ist gefroren. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Moment. Ungünstig. So. Da müssen wir dann mal woanders hinreisen. Kostet zwar Geld, aber wir haben ja mittlerweile ein bisschen was. Also werden wir das wohl überleben. In Sulani sollte man ja wohl permanent angeln können, oder? Wir gehen mal hier zu diesem Strand. Hier ist ein Platz zum Angeln. Jawohl. Das kann man auch machen jetzt. Toll. Gut, dann gehen wir hier hin. Hier ist es immer so hübsch, ne? I love Sulani a lot. Gut, dann einmal Aufnahme starten. An Angeln, yay. Sie geht auch noch ins Wasser dafür. Ja, sie denkt sich so, mehr Geld, oder? Du sollst angeln. Ich weiß, dass es dir keinen Spaß macht, aber für die Produktplatzierung machen wir hier alles. Diese Frau ist einfach so hübsch, ne? Sehen wir sie gerade vor allem zum ersten Mal im Badeanzug. Ich liebe sie so. Ein Thunfisch hat sie direkt gefangen. Was ist denn hier los? Siamesischer Kampffisch. Okay. Ich glaube, das sollte ausreichen. Angelvideo, so. Sie kann das ja so tarnen, so. Weil sie würde natürlich jetzt nicht offen sagen, dass sie Angeln hasst, ja? Das macht ja gar keinen Sinn bei einer Produktplatzierung. Sie sagt dann so, ja, sie tarnt das, indem sie Sulanis Umwelt irgendwie ein bisschen schützt. Oh. Hashtag NatureLover, obwohl sie das nicht ist. Hashtag Umwelt. Hashtag Klimawandel. Ja, ja. So, nimm das Ding wieder mit. Wenn du jetzt schon hier bist, kannst du ja nochmal ein bisschen schwimmen. Nein, kann sie nicht. Sie fühlt sich zu schlecht dafür. Gut. Dann kannst du dich ja auch ein bisschen entspannen gehen. Vielleicht tut dir das ja ganz gut. Sie möchte ein Date mit Jeremy haben. Süß. Aber sie muss auch mal dringend pieseln, leider. Problem ist, ich finde gerade keine Toilette. Und ins Wasser können wir nicht, weil wir uns zu unwohl fühlen. This is a problem. Ich möchte doch nur pinkeln. Dass man hier nirgendwo pinkeln kann. Dann müssen wir wohl leider gehen. Es tut mir sehr leid. Ich hätte sie gerne schwimmen lassen, aber wenn wir hier nicht mal pinkeln können, ist es ein bisschen schwierig. Ich meine, ich hätte jetzt auch ein Klo platzieren können, aber das wäre jetzt zu einfach gewesen. Ich muss noch das Geld abziehen, daran muss ich jetzt gleich denken. Ich meine, es bricht uns keinen Zacken aus der Krone, aber Regeln sind Regeln. So, jetzt geh erstmal pinkeln und dann kannst du deine Kuhpflanze füttern. So, Celeste ist wieder da. Hi, Girl. Sie sieht nicht so zufrieden aus. Ach, wegen ihrem Zahn. Oh, Girl. Aber ich habe jetzt immer wieder ein paar Sachen gefunden. Sie hat 2 Leute kennengelernt. Janko sieht aber nicht ganz so gut aus. Aber Alia Landgrab oder Alia, ich weiß es nicht. Schon mal eine sehr, sehr süße Mausi. Ist auf jeden Fall toll, dass sie schon mal Leute kennengelernt hat. So, und jetzt isst erstmal was, wenn du nach Hause kommst. Level 7 der Gartenfähigkeit. Wow, Amaya. So, und du gehst jetzt mal zu deiner Tochter. Und entschuldigst dich für irgendwas? Okay, sie denkt sich so, ich esse nicht auf. Nein. Und dann möchte ich ihr so einen familiären Kuss geben einfach. Because she's the daughter. Dann kann sie bitte die Spaghetti aufessen. Ich finde das immer ganz cute. Mit dem Bussi so. So, Muran, geh duschen. Dann übertragen wir das mal. Ich weiß nicht, letztes Mal war das ja so, gefühlt haben wir trotzdem voll wenig bekommen für die Produktplatzierung. Deswegen versuche ich das diesmal zu bearbeiten und dann erst hochzuladen. Ich werde da jetzt aber nicht dieses volle Paket machen, sondern einfach nur bearbeiten. Und dann wäre es supi, wenn du deine Hausaufgaben machen könntest. Weil ich würde mir von dir wünschen, dass sie gut in der Schule ist. Und weil wir natürlich eine gute Mami sind, bekommt das Bild natürlich hier auch einen Platz, was sie in der Schule gemalt hat. Hä? Warum? Sie sollte jetzt duschen gehen. Sie muss heute arbeiten. Nein. Oh, wow, sie hat schon das erste Dings hier geschafft, ne? Weil sie gerade Level 3 erreicht hat. Wowie. Ja, Fahrradfahren wollten wir ihr sowieso beibringen. Also sie hat ja ein Fahrrad bekommen. Kann sie sich ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen dran setzen. Ich glaube, ab dem Kindesalter können die doch schon alleine bleiben, oder? Sehen wir dann mal. Ich liebe ihr Zimmer ja so sehr, ne? Das ist so süß. Das macht mich einfach glücklich. So viel Spaß auf der Arbeit. So, und wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, gehen wir raus und dann kannst du ein bisschen Fahrradfahren üben. Ich meine, an dem Punkt können wir sie ja auch eigentlich gar nicht mehr wirklich einsperren. Deswegen darf sie ruhig schon draußen halt existieren. Sie muss das Haus ja so oder so verlassen, wenn sie dann zur Schule geht und so. Deswegen ist das jetzt einfach wahrscheinlich schon eine öffentliche Sache, dass sie halt hier auch wohnt. Also im Schnee Fahrradfahren ist vielleicht auch ein bisschen wild, aber es ist okay. Sie kann nicht. Warum nicht? Oh, wahrscheinlich, weil es Winter ist tatsächlich. Das ist gemein. Ja, dann können wir daran jetzt auch nichts ändern. Ne? Ja, dann geht sie an den PC. Aber guck mal, wir sind jetzt alleine tatsächlich. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Als ob sie schon Videos aufnehmen kann. Das ist doch so wild. Was macht sie? Kunst durchsuchen. Dieses Kind ist auch was ganz Besonderes. Dann kümmere dich mal um deine ganz normalen Bedürfnisse. Also sie muss ja nicht direkt ins Bett gehen. Sie kann ja noch ein bisschen mit ihren Puppen spielen. Und dann kann sie um 9:30, kann man schon mal schlafen gehen. Good night, girl. Ich glaube, sie hatte einen sehr aufregenden ersten Tag. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf sie. So, und du kommst nach Hause und dir geht's eigentlich noch ganz gut. Deswegen bearbeite einmal das Video und dann lad das nochmal schnell hoch. Dieses andere Video, was wir aufgenommen haben, das können wir ja mal irgendwo zusammenfügen. Das geht ja auch. So, 150 schon wieder. Mehr Geld für dich. Du weißt, was das bedeutet, wenn wir nichts umschneiden mussten. Ja, also irgendwie 150 für ein Product Placement. Also ich mache bei den Videos täglich definitiv mehr Geld. 150 ist wirklich nie so viel. Aber kann sein, dass das dieser klassische Preis ist von denen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen wenig, wie gesagt. Unverhältnismäßig ist vielleicht das richtige Wort. Oh, die Lotterie ist heute. Wowie. Good morning in the morning, girl. Gönn dir was Leckeres zu essen. Oh, aber wir können nicht teilnehmen, weil wir nur Teenager sind. Das ist gemein. Aber sie ist sehr glücklich. Mausi. Freut mich so sehr, dass sie scheinbar gerade sehr zufrieden ist, wie alles läuft, ne? Ich meine, im Großen und Ganzen ist es ja auch alles gerade sehr angenehm, ne? Weißt du was? Wir können uns ja auch mal ein Thermostat kaufen. Wir haben mittlerweile wirklich einiges an Geld. So, als wären wir so komplett reich. Aber es ist halt wirklich in einem Rahmen, wo man wirklich sagen kann, ey, wir können uns das auf jeden Fall gerade leisten. Okay, sie kann das leider nicht einstellen. Aber trotzdem, wenn sie zurückkommt, dann haben wir auf jeden Fall eine Heizung quasi. Das ist doch schön. Und wie das dann mit den Freunden aussieht, das sehen wir dann einfach, ne? Also sie kommt sogar an Blavi dran. Wie schön. Wusste gar nicht, dass sie da einfach drüber laufen können. Aber gut zu wissen. Viel Spaß in der Schule. Ugh, verdorbenes Essen. Igitt, igitt. Vergessene Frage. Wieder einmal im Test. Das ist sein zweiter Tag. Wieso schreibt ihr schon Tests? Celeste ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade Lehrerin sagen, als sie einführt, dass sie den Test dann nochmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Weiß nicht, Celeste hat jetzt ja nicht so viele Erfahrungen quasi mit anderen Menschen. Und ich würde sie jetzt auch als eher schüchterneres Kind einschätzen, einfach weil sie eben nicht so viel Kontakt zu anderen Leuten hatte, vor allem nicht in ihrem Alter etc. Deswegen glaube ich nicht, dass sie ihren Fehler jetzt einfach zugeben würde. Ich glaube, sie würde jetzt einfach abgeben und hoffen, dass es das Beste ist, vor allem wenn das Ergebnis nicht besonders in die Note einfließt. Ich denke, sie gibt einfach ab. Celeste füllt die verbleibenden Fragen korrekt aus und hofft das Beste. Die Schule nimmt diese Übungstests sehr ernst, aber was soll ein einziger Test schon aussagen? Leider ist die Lehrerin da komplett anderer Meinung und gibt Celeste im nächsten Monat zusätzliche Arbeiten, damit sie den Stoff aufholt. Schade, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt dann wirklich dahin geht und sagt, ja, hier ist ein Problem. Dieses Video hat einfach 107 Simoleons an dem ersten Tag gebracht, wo ich mir denke, diese 150 Simoleons extra, das ist nicht wirklich viel mehr als das, was wir mit dem Video selbst gemacht haben. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, wild. Die sind vor allem ziemlich inkompatibel, bitte? Warum das denn? Also das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Ich würde sagen, unser Girl geht jetzt einfach mal ein bisschen ins Fitnessstudio. Man gönnt sich ja sonst nichts. Paparazzi. Naja. So, auf geht's, Training. Ich bin so stolz auf sie. Warum ist sie ein Werwolf? Der randaliert. Hallo, stopp. Juniper Grove, wir dürfen eigentlich nicht mit dir reden. Auch wenn du Fitnesstrainerin bist. Kiyoshi Ito, das ist tatsächlich mal ein Teenager. Mit dem dürfen wir reden. Moini. Gerüchte über Techtelmechtel verbreiten. Ja, das macht man nämlich so. Weißt du, weil man hat keine anderen Hobbys. Ja, du gehst schon an die Grenzen, Girl. Wenn du jetzt schon hier bist, zieh durch. Level 6 erreicht sie auch bald. Unbekannter Anrufer. Sie werden bald kommen. Überleg dir gut, ob du die Tür aufmachst. Oh mein Gott, das ist sehr creepy. Vor allem in ihrer Situation, ne? Ich glaube, sie legt einfach auf. Aber ich glaube schon, dass sie das nachhaltig ein bisschen Angst macht. Aber sie ist sehr zufrieden mit ihrem Training. Das ist sehr schön. Ja, Girl, wir dürfen eigentlich nicht mit ihr reden. Jetzt sind wir irgendwie gefühlt Besties. Aber da kann ich ja nichts für, wenn sie mich trainieren will. Sie mag energiegeladene Sims. Macht auf jeden Fall Sinn, weil sie ist ja ein Sportsgirl, ne? Okay, Level 6 hat sie jetzt nicht mehr erreicht, aber sie ist sehr, sehr stolz auf sich selber. Und sie ist auf jeden Fall noch mehr ripped. Diese Frau ist ein Slay. Auf geht's. Was machen wir jetzt? Wie wär's? Wir können ja Jeremy einfach mal eine SMS schicken. Vielleicht hat er ja Lust, was zu unternehmen. Auch wenn die Schule noch nicht aus ist, aber ich glaube, Jeremy nimmt die Schule nicht so ernst, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, hier oben ist ja eine Küche. Wisst ihr noch, als ich unten diesen Automaten platziert habe? Ja gut, hätte ich auch nicht wissen können. Oh, sie boxt jetzt auch noch ein bisschen weiter. Sie kennt wirklich keine Grenzen. Okay, sie hat das einfach geschafft gerade. Wowie! Maximales körperliches Potenzial des Sims erreichen. Okay, übertreibt deine Lage. Celeste ist zurück! Dann können wir auch mal nach Hause gehen. Müssen ja nicht komplett übertreiben, ne? Ah, stimmt, wir wollten die Heizung anmachen. Moment. Luna möchte vorbeikommen, klar. Dann reden wir mit unserer Tochter. So nach dem Motto, ja, wie war die Schule? Ist alles okay bei dir? Aber sie fühlt sich, glaube ich, an sich ganz gut, auch wenn sie jetzt vielleicht ein paar mehr Aufgaben hat. Okay, Luna ist jetzt eh da für Amaya. Dann können wir ja mit Celeste einfach mal zu Daddy gehen. Wenn er sie schon einlädt. Let's go. Oh, sie wünscht sich mit Elaya Freunde zu werden und ich finde das sehr, sehr süß. Warum will sie sich entschuldigen? Was ist passiert? Ich kann ja erstmal sagen, dass ihr kalt ist. Das sind ja Dinge, über die redet man, ne? Also, warum ist er traurig? Was? Er ist auch... Ich meine, ich glaube, er ist düster, ne? Ja, fragen, ja, was ist los, Daddy? Jetzt heult er auch noch vor ihr. Okay, das ist sehr weird. Dann kann sie ja über Schule reden mit ihm. Ist ja vielleicht auch eine Sache. Sie möchte jetzt erst auf Klo gehen. Kann ich auch verstehen. Versuchen aufzumuntern. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie sowas machen würde, weil sie hat ja schon einen guten Draht zu ihrem Dad, so. Und es tut ihr natürlich auch weh, dass er traurig ist, ne? Und dann spaßt doch einfach mal ein bisschen rum. Ist doch süß. Oh. Jetzt fühlst du dich auch selbstsicher. Das ist sehr, sehr cute, Girl. Amaya geht gleich zur Arbeit. Ja, dann kann sie ja einfach mal den Abend auch hier verbringen, ne? Dann ist sie nicht so alleine. Vielleicht lernt sie auch mal ihre Großeltern ein bisschen besser kennen. Und dann nach und nach denkt sie sich so, ja, was mit meinen anderen Großeltern eigentlich so? Dann vielleicht kommt es dann darauf, werden wir dann so den Kontakt zu Elaine und Mizuki suchen. Und dann entsteht dann vielleicht dann auch eine Versöhnung. We will see! Sie fühlt sich auch so ein bisschen unwohl in deren Umgebung, ne? Ich meine, sie kennt sie ja auch kaum. Sie weiß nur, okay, das ist meine Omi und das ist mein Oppi. Aber mehr weiß sie jetzt ja letztendlich auch nicht. Sie fühlt sich auch irgendwie unwohl. Sie ist so, das ist mein Enkelkind. Warum habe ich überhaupt ein Enkelkind? In dem Alter sollte ich noch kein Enkelkind haben. Sie tauscht sich auf jeden Fall ein bisschen mit ihrer Oma ein bisschen aus, so. Aber beide sind nicht so ganz davon überzeugt. Und jetzt guckt sie ein bisschen Fernsehen anscheinend. Obwohl, hier ist auch ein bisschen Essen. Dann nimmt sie sich Essen. Das ist auch süß. Im Essen gerufen werden, wie cute. Opa hat erstmal was zu essen gemacht. Also die geben sich auch schon Mühe, ne? Eigentlich schön. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das dann auch der Punkt, wo sie sich dann denkt, ja, was ist mit meinen anderen Großeltern? Aber es ist ja schön, wenn sie sich hier wohlfühlt. Und wenn Amaya arbeiten ist, kann sie sich dann ja vielleicht öfter hier aufhalten. Einfach, wie gesagt, dass sie nicht permanent alleine ist, weil das ist natürlich auch nicht so gut. Vielleicht hat Amaya auch zu Jeremy gesagt, guck mal, ich habe diesen komischen Anruf erhalten. Es wäre toll, wenn du auf Celeste aufpassen könntest, weil ich mir Sorgen mache. Und Jeremy dachte sich so, okay, dann kann sie ruhig vorbeikommen oder so. Also, dass das halt so eine Schleife dann letztendlich dann ergeben hat. Dann setz dich doch einfach erstmal hin und schau fern. Also, ist doch, denke ich, auch mal in Ordnung. Vielleicht übernachtet sie heute auch einfach mal hier. Finde ich nämlich auch sehr realistisch. Level 5 der Sozialfähigkeit, wow. Ja, und dann Jeremy bitten, ins Bett zu bringen. Ja, süß. Das ist viel zu süß. Oh, cute. Och, er hat sie gerade noch geküsst. Oh mein Gott, ist das süß. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und er passt die ganze Zeit auf sie auf. Süß. Juniper Grove ist einfach gestorben. Was zur Hölle? Ach, und Opa legt sich jetzt dazu. Das ist doch süß. Aber das ist gerade richtig creepy, dass Juniper Grove einfach gestorben ist, nachdem Amaya Kontakt mit ihr hatte. Wer weiß, was dahinter steckt. Es ist 4:23 Uhr und sie ist wach. Mal gucken, ob sie duschen darf. Warte. Ne, wir haben leider nicht genug. Wenn wir genug Punkte gehabt hätten, hätte ich dieses immer willkommen da gekauft. Aber die schlafen. Das sollten die eigentlich nicht mitbekommen, oder? Außerdem ist das ihr Enkelkind und ihr Kind. Wenn die sich jetzt beschweren, dass sie hier duscht, finde ich das ein bisschen wild. Ach, und ich muss nochmal 10 Simoleons abziehen. Weil theoretisch sind sie ja wieder gereist, so, ne? Aber richtig süß. Ist ja auch wichtig, dass sie sich hier wohlfühlt, ne? Oh, und sie hat den ersten Zahn verloren. Und Jeremy ist jetzt auch wach. Dann quatscht doch mal miteinander. Gegen Kälte umarmen. Och, seid ihr süß. Papa, was machst du eigentlich so gerne? Ja, so nichts. Ach, ihr seid so süß, ey. Ich freue mich so, dass die sich so gut verstehen. Er so, nein, ich hasse sie eigentlich. Das verwirrt mich irgendwie immer ein bisschen sehr, weil eigentlich verstehen die sich ja gut und I don't know. Aber ich glaube, er ist generell einfach eine schwierige Person. Aber guck mal, er hat jetzt auch dieses absolute Verehrung-Ding. Er hat sie auch trotzdem sehr, sehr lieb, auch wenn sie vielleicht manchmal ins Fettnäpfchen trippt. Aber es lässt sich wohl nicht ändern, ne? Spaßvögel, süß. Sehe ich eigentlich schon. Ja, mache ich jetzt erstmal. Was für ein Wetter heute aber auch, ne? Es schneit sehr, sehr stark in San Myshuno. Und trotzdem muss sie jetzt zur Schule. Okay, wir sind zurück. Und sie fühlt sich gar nicht gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch damit zusammenhing. Ich meine, Celeste hat noch nie woanders übernachtet, so, ne? Das ist natürlich für sie jetzt auch eine neue Situation. So, zwischendurch mal was in die Instagram-Story posten ist auch gut, ne? Sie möchte ja jetzt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit bleiben, ja? Also Sophia möchte vorbeikommen. Vielleicht hat sie schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas los ist. Sie so, ich schwänze dafür erstmal die Schule. Sie braucht eh Sozialbedürfnis. Sie so, ich setze mich jetzt ja erstmal hin. Wieso ist sie wütend, frage ich mich. Jetzt steht sie im Stuhl. Ah, ne, jetzt noch nicht mehr. Bertha braucht schon wieder was zu essen. Aber schau, kaum ist Sophia da, geht's ihr schon so viel besser. Ist unser Bestie einfach, ne? Warum seid ihr jetzt in Celestes Zimmer? Sie spielt erstmal mit Bertha, ist auch ein bisschen süß, ne? Danke, Sophia, dass du da warst. Celeste möchte Janko einladen. Süß. Was leider der ein bisschen broken aussah, ne? In dem Outfit anscheinend nicht. Süß bist du. Ich gebe den beiden Kindern auf jeden Fall offscreen mal ein Umstyling. Aber ja, natürlich darf sie auch mal jemanden mitbringen. So ein Muddern nimmt vielleicht einfach mal einen Vlog auf. Ist vielleicht auch einfach mal süß. Ich finde so süß. Die beiden mögen sich anscheinend wirklich gern. Obwohl die noch gar nicht so... Weißt du, vielleicht sind die auch einfach auf einer Wellenlänge. Außerdem ist es gut, wenn sie halt irgendwie Freunde halt findet, auch in ihrem Alter vor allem. Weil sie halt bisher jetzt ja nur mit älteren Leuten zu tun gehabt. In der Schule sind es zum ersten Mal Gleichaltrige. Ist schon schön, wenn sie jetzt endlich mal sich wie ein ganz normales Kind benehmen kann. Vor allem, mir fällt gerade auf, die wohnen doch jetzt ziemlich genau ein Sims-Jahr in dem Haus, oder? Wir sind doch letztes Mal auch im Winter dann reingekommen. Krass. Dann können wir das Video vielleicht auch so nennen. Ein Jahr im Eigenheim. Hashtag Hustle, Hashtag Selbstständig und Hashtag Braut. Alter, ich kann reden. So, dann geht sie jetzt einmal hier und stellt sich vielleicht einmal kurz vor. Weil sie möchte natürlich die Freunde von ihrer Tochter auch kennenlernen. Dann sagt sie zumindest einmal, hi, schön dich kennenzulernen. So, sie muss jetzt eh arbeiten, aber es ist ja schon ganz gut, wenn sie zumindest einmal kurz Hallo sagt und dass er hier natürlich auch willkommen ist, ne? Aber jetzt musst du arbeiten gehen. Und jetzt spielen die beiden hier Puppen zusammen. Sehr, sehr süß. Die können doch... Moment, ihr könnt Schneemann bauen mit Janko. Let's go. Ach, ihr seid süß. Dann könnt ihr gerne noch eine Schneeballschlacht machen. Oh, das ist ein sehr cooler Schneemann. Oh mein Gott, Jeremy. Das ist sehr, sehr süß, aber sie sagt, ja, heute fühle ich mich wohl. So, weil sie hat jetzt ja auch Besuch da und die haben jetzt hier auch eine gute Zeit. Also, ich glaube, heute besteht keine Gefahr. Oh mein Gott, das gibt ein Gefühl. Freude im Schnee. Ach, süß. Also, das hier muss ich auf jeden Fall ändern. Das geht gar nicht. Look at her. Mit dieser glücklichen Maus beenden wir dann an der Stelle aber auch den Part, würde ich sagen. Ist schon einiges passiert wieder. Was haltet ihr von meiner Story-Idee? Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr andere Ideen habt, wie wir Mizuki und Elaine irgendwie mit einbringen. Schreibt es mir auf jeden Fall. Ansonsten sehen wir uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!